In diesem Video zeige ich euch die Shortcuts, die euch helfen, Funktionsseiten und Einstellmöglichkeiten schneller zu finden. Dazu drückt ihr immer die Shift-Taste, haltet die Shift-Taste gedrückt und wählt zum Beispiel Assignable Switch. Im Display wird sofort die Seite aufgerufen, um diese drei Switches schnell und einfach zu belegen. Drückt ihr Shift und drückt auf Akkorderkennung, dann könnt ihr hier sofort sehen, welcher Akkorderkennungstyp angewählt ist, wo der Splitpunkt sitzt und weitere Funktionsmöglichkeiten, die den Style-Bereich betreffen. Besonders möchte ich hier hinweisen auf die pauschale Einstellung der Style-Volumen im unteren Display-Bereich. Ihr könnt nämlich hier pauschal einfach mal sagen, ich will grundsätzlich alle Begleitspuren um 50% leiser haben. Das ist dann, wenn ihr noch andere Musiker mit dabei habt oder ihr habt einen echten Drummer am Spielen und wollt, dass das Schlagzeug pauschal einfach leiser klingt, dann macht ihr das auf dieser Seite. Wenn ihr Shift drückt und nehmt einen Button aus dem Bereich der Fader und Buttons, dann kommt die Seite, um die User-Bereiche für die Fader und für die Schalter einzustellen. Auch hier einfachste Herangehensweise, ihr tippt auf einen der Pfeile, die Liste öffnet sich und ihr sucht das aus, was ihr auf der Taste gerne sehen wollt. Und weil ihr auch in diesem Bereich ein zweites Display habt, nämlich dieses Strip-Display, seht ihr auch immer gleich, was da aktuell eingestellt ist, beziehungsweise wenn ihr an den Federn bewegt, sogar die aktuellen Werte. Weiter geht's mit den Shortcuts. Das nächste wichtige Kommando, Shift gedrückt halten und Transpose. Dann öffnet sich der Master Transpose und ihr seht im Display, was für euch die beste Einstellung ist. Wollt ihr nur Songs transponieren, dann wird nur Songs angehakt. Wollt ihr das ganze Keyboard transponieren, dann hakt ihr in diesem Fall auch das Keyboard mit an. So gibt es also viele Möglichkeiten, um schnell auf die einzelnen Bereiche zuzugreifen. Und vielleicht noch ein Tipp am Schluss, wenn ihr beide Player am Laufen habt. Und ihr wollt beide Player auf einmal stoppen, Shift gedrückt halten, einen stoppen, dann wird automatisch der zweite mitgestoppt. Eine ausführliche Liste der Shortcut-Kommandos findet ihr im Referenzmanual. Einfach dort nachschlagen.